Liebe Freunde, liebe Fans, wenn es sowas gibt, am 26. November ist es wieder soweit. Jedes Jahr im Herbst, wenn es besonders kalt und regnerisch ist, kommt der Castor nach Gorleben und das wollen wir nicht. Ich war in den letzten Jahren immer dabei und habe mitdemonstriert, trotz Wetter und trotz aller möglichen Gründe, die dagegen sprechen, dass man sich die Zeit nimmt. Diesmal werde ich vermutlich leider zur BDK müssen, aber ich finde, alle, die es irgendwie ermöglichen können, sollen dahin gehen, weil der Castor und die Ladung des Castors gefährdet Menschen auf dem Transport in Gorleben. Und das ist überflüssig. Dieser Transport darf nicht sein. Wir müssen möglichst bald zu einem Endlager kommen und da muss dieses giftige Zeug weggeschlossen werden. Und zwar für immer, damit keine Gefahr mehr davon ausgeht.